Uah. Oh Gott, jetzt habt ihr mich aber echt erschreckt. Uff. Einfach schaltet ihr meinen nächsten Let's Play ein und sagt mir nichts ohne Vorwarnung. Also das geht gar nicht. Ihr habt mich jetzt voll erschreckt. Hui. Aber trotzdem, schönen Dank, dass ihr wieder Schneller. einschaltet. Da geht's schon zum nächsten Punkt. Ja, wir sind gerade hier in diesen ganz schlimmen Ort angekommen, wo hier irgendwie alles verbrannt ist und alles kaputt ist und irgendwie noch mehr Leid als im vorigen Ort. Echt schlimm. Los, los. Und jetzt haben wir mit dem Priester gesprochen. Der hat uns erzählt, dass auf dem Schlachtfeld ein paar Leichen sind, was ganz schlimm ist und ob wir das nicht vielleicht für ihn erledigen können, beziehungsweise ob wir nicht hingehen können und die Leichen auf dem Schlachtfeld verbrennen. Ja, das machen wir natürlich. Erstens, die Quest ist perfekt für Level 3. Zweitens, ist das eh auf unserem Weg. Und drittens, gibt das Erfahrungspunkte. Und wir haben ja gesagt, dass wir alles machen wollen. Deshalb sind wir hier und machen uns auf den Weg dorthin. Da rennt sogar ein Monster. Schlecht. Nee, ein Hund. Oh, der arme Hund. Der arme Hund. Ist das ein Hund? Sieht irgendwie komisch aus für einen Hund. Daneben gibt es sogar eine Hundspetersilie. Nö. So. Laufen wir weiter darüber. Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und Sehr jetzt die eklig. heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie gut. Ja, viele Monster, das gibt Punkte. Boah, die Mistvieh ist voll wegexplodiert. Toll, unser Schwert ist wieder mal kaputt. Aber, warte. Wir haben doch hier sowas. Das ist für die Rüstung. Das ist für die Waffe. Funktioniert das? Oh, cool. Ach, das kann man immer wieder verwenden. Ah, okay. Dann ist es aber weg. Naja, dafür hält unser Schwert jetzt eine Zeit lang. Finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Okay. Ja, dann lass uns mal hier weiter gucken. Was hier noch so abgeht. Da ein bisschen Materialien. Da gibt es ein bisschen Talg. Rohes Fleisch. Schauen wir erstmal hier, was hier noch so rumliegt. Ich glaube nichts Besonderes. Dann zünden wir die mal an. Kutsching. Eine Prise Igni. Wie bitte? Igni? Ach so. Das sollen wir selber machen. Eine Prise Igni. Kommt sofort. So. Das erste Grab brennt. Wo ist das zweite Grab? Ach, war das nur das eine oder was? Hä? Das kleine Ding da. Ja, Mann. Naja, gut. Umso schöner für uns. Dann wollen wir mal vorsichtshalber wieder Quen rein. Gibt es ein paar Kräuterli. Kräuterlis. Da auch noch. Ah, es sind doch drei. Schau. Wo sind denn die anderen? Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wo sind die anderen drei Punkte? Sieht man gar nicht. Führt es uns der Wegweiser dorthin, würde ich sagen. Na dann, lass uns mal darüber laufen.
Nur eine Blume. Lauf, Geralt. Hier ist noch eine Blume. Ja, Wahnsinn. Geht's denn noch roter? Verrückt. Oh, hier ist auch eine Blume. Hä? Jetzt sind wir angeblich vorbeigelaufen. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir laufen aber mal weiter, weil eine Punkt ja da hinten anzeigt. Das gibt's doch nicht. Doch so weit. Na, jetzt zeigt der Weg weiter da hinten. Dahinter sind auch ein paar Monster. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall feindliche Aktivitäten. Ein Bär, ein Bär. Da ist ein Bär. Wir haben ja schon mal einen Bär bekämpft. Dann schaffen wir den diesmal auch. Dann schaffen wir ihn auch. Da hinten sind jede Menge Zombies oder sowas. Die sich aber Gott sei Dank noch nicht einmischen. Wow, das war knapp. Ja! Ich geb ihn! Und er geht down. Boah, würde der explodieren. Bärenfell. Jo. Schild wieder drauf. Wir nehmen hier noch die Kräuterlis mit. Wenn die schon so schön in der Nähe liegen. Die da auch. Bis dahinter laufen jetzt nicht mehr. Dann gehen wir mal da runter. Wo sind die Monster da? Vier Stück. Oh, da war das Schild ganz schnell weg. Ich glaube, es sind sogar fünf. Da kam von der Seite noch einer. Bis jetzt keine Gegner. Oh, oh. Ich sollte dann das Schild aufrecht halten. Ihr möchtet ja noch, dass der Geralt ein bisschen Leben hat. Ich glaube, ich hab's. Zack, zack. 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 Oh, dieses Schwein von Ghoul. Komm her. Kopf ab. Sind das alle? Ich glaube, das waren alle. Zeigt mir, was ihr habt. Ghoul-Blut. Ghoul-Blut. Da hinten ist noch eine Leiche. Eine Ghoul-Leiche. Zack, zack. Der hat ein bisschen mehr zu bieten. Da war ein Blümchen. Okay, hier haben wir eine Truhe mit Asche. Wahnsinn. Da liegt ein Pferd. Zum Glück nicht unser Pferd. Da haben wir eine Ghoul-Leiche noch. Das war unser erstes Öpferchen. Ein Fläschchen, ja mein Gott. So viel wertvolle Beute. Nun denn. Dann zünden wir doch mal den Kadaverhaufen hier an. Die armen Schweine. Eine Prise Igni. Igni. Brennt. So, den Weg reiten wir jetzt aber zurück. Pferdl. Trau dich! Kimst. Und hi hot. In sehr hoher Geschwindigkeit reißen wir zum nächsten Punkt. Es wird langsam dunkel. Sehr dunkel sogar. Was ist denn das? Nicht so schnell, Plätze! Genau, nicht so schnell. Ja, was gesehen? Ja, hab was gesehen.
Aber ich glaube, hier können wir nichts Besonderes machen. Ich sehe hier irgendwann ein epischer Kampf für eine epische Quest. Vielleicht auch nur eine Unterhaltung. Das wissen wir jetzt noch nicht. Oh, ein paar Gehängte. Mit Informationsblätter. Ich will nur mal wissen, was da so draufsteht. Ob da vielleicht draufsteht, warum er gehängt wurde. Dieser Versuch wurde wegen Diebstahl, bewaffneten Raubs und Vergewaltigung zum Tode durch den Strang verurteilt. Möge ihn verrottene Kadaver anderer die Übertretung des Gesetzes des kaiserlichen Nilfgaard erwägen, eine Warnung sein. Okay, er wurde gehängt. Weil er böse Sachen getan hat. Raub und Vergewaltigung. Das passt. Aber wenn man ein Gebäude niederbrennt, ist man gleich zu so harten Mitteln. Was? Da lebt noch einer, oder? Ja, da lebt noch einer. Den helfen natürlich. Bevor er stirbt. Oh, gib mir Schild. Arm ab, Arm Kopf. Oder Arm dran. Keiner weiß es genau. Schau mal, wer jetzt erzählt. Wenn das nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich bin fertig mit diesem verfluchten Ort. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen. Nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fistech von mir bestellt. Dreimal. Alles war wunderbar. Aber beim vierten Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Ich habe gedacht, dass die Ghule mir den Rest geben. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Einen Hexer? Also dich? Und jetzt? Nichts. Er hat mich nicht bezahlt, um die Lebenden zu verbrennen. Ah, den Göttern sei Dank stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex. Danke, Hexer. Krass. So ein Schwein. Und das nennt sich dann Priester, wie im wahren Leben. Ich hoffe, ich spreche gerade keine Priester an. Natürlich reden wir von den bösen Priestern. Eine Priester. So wie den jetzt hier. Vielleicht hat er ja seine Gründe gehabt. Schon krass. So. Wir brennen diesen Haufen hier. Ups, wir haben Feuer gefangen. Das war knapp. Während es hier so schön brennt und ein bisschen Helligkeit hier uns spendet, sammeln wir hier diese schönen Sachen ein. Gibt es wenigstens ein bisschen mehr zu holen. Ein paar Monster liegen hier. Ein paar Kisten. Liegt noch ein Gülchen. Mein Bester. Toll. Toll, 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 toll. Und da haben wir auch noch zwei Wasserflaschen. Uiuiui. Nun denn. Dann. Pferdchen. Wir gehen mal zum Priester. Und ich bin mal gespannt, ob wir ihm ins Gesicht sagen können, was für ein Arschloch er ist. Aber dafür müsst ihr wieder in den nächsten Teil schalten, denn wir machen hier jetzt ein Break.